Hochmodern kommt ein neues Grenzkontrolltestsystem am Frankfurter Flughafen daher. Unter dem Titel Smart Borders werden nun in einem Pilotprojekt, das von der EU-Kommission ausgeht, verschiedene technische Lösungen für die Identifizierung von Reisenden ausprobiert. Hierdurch soll trotz steigender Reisendenzahlen auch in Zukunft die Ein- und Ausreise von Drittstaatsangehörigen über die EU-Außengrenzen in angemessener Zeit und bei gleichbleibend hohem Standard ermöglicht werden. Dabei werden zum Beispiel die Fingerabdrücke der Reisenden erfasst, per Scan oder auch on the fly. Ziel des Systems ist eine Datenbank, die Pass und biometrische Daten der Person enthält und so eine Identifizierung beim Grenzübertritt ermöglicht. Auch die erlaubte Aufenthaltsdauer soll dann automatisch berechnet werden. Kritiker sehen darin allerdings eine unverhältnismäßige Ausweitung bei der Speicherung und Weitergabe persönlicher Daten. Das Ganze geschieht im Rahmen des Projekts freiwillig durch Teilnehmer, die wir direkt vor der Grenzkontrolle ansprechen, die natürlich entsprechend belehrt werden und ihr schriftliches Einverständnis geben. Und das Ganze wird natürlich auch vom Datenschutzbeauftragten begleitet. Also das ganze Projekt wird nach datenschutzrechtlichen Vorschriften natürlich durchgeführt. Noch bis Ende des Jahres 2019 soll Smart Borders im Pilotbetrieb getestet werden.